Hi, da sind wir wieder. Ihr seid auf dem Kanal Krasavci Kontur mit Vovo und Ola. Dieses Mal nehmen wir euch mit an den Titisee. Wie ihr hinter mir sehen könnt, hat unser Lukas, das ist unser zweiter Sohn, sich auch ein Wohnmobil zugelegt. Und dieses Mal machen wir einen Familienausflug. Schauen wir, was wir noch alles unterwegs machen und das zeigen wir euch dann. So, wir sind gestern Abend angekommen hier am Titisee und heute Morgen sehen wir parken nämlich hier am Parkplatz vom Bahnhof, sehen wir hier, dass ein Dampflok angekommen ist. Ganz viele Schaulustige. Diesellok. Diesellok? Na, keine Ahnung, auf jeden Fall mal ein altes Gerät. Vielleicht wird einer designt, dann haut er mit dem Hammer. Ja. Hat er gleich den Hammer mit dabei? Parkplatz mit dem Wohnmobilstellplatz da hinten und ganz da hinten sieht man den Schornstein von der Therme Schwarzwald. Gehen wir heute Nachmittag auch noch dahin. Wir waren jetzt ein bisschen am Titisee Neustadt spazieren, haben uns ein bisschen die Gegend noch mal angeguckt mit den Jungs. Oh, wir haben euch nicht mitgenommen, weil da waren so viele Touristen, so viele Leute, deswegen wollte ich das nicht machen. Aber wir haben umgeparkt hier. Moment, damit wir näher an der Therme sind, damit wir später, wenn wir schon nass sind nach der Sauna, damit wir dann nicht so weit laufen müssen. Wurden hier gerade angesprochen, weil jemand meinte, dass ich die aufnehme, während die angefahren sind, obwohl ich die Kamera auf mich halte. Naja, Menschen gibt's nicht. Hier fahren wir jetzt durch den Ort Titisee Neustadt. Da zeige ich ihn euch wenigstens so, da ich ja nicht aufgenommen hatte, als wir spazieren waren.
man auch den Titisee sehr schön. Auch wunderschön wandern. Das sind knapp 6 Kilometer. Haben wir jetzt schon mehrfach gemacht gehabt. 8 Metern biegen wir hin. Und jetzt nähern wir uns dem Zentrum. Es sind halt sehr viele Touristen, deswegen habe ich gestern gar nicht aufgenommen. Das waren so viele Leute hier unterwegs. Wir sind heute an den Feldberg gefahren, mal ein bisschen in den Schnee. Unten am Titisee hat es die ganze Zeit geregnet und hier spazieren wir mal ein bisschen. Sehr rutschig und unsere Husky oder auch der Kangal, die haben sie ganz schön gezogen, gerade eben den Berg runter, sind von da oben gekommen. Gehen wir da nach rechts oder ist es nicht so rutschig oder wollt ihr weiter denn die Straße entlang? Soll ich sie nehmen, Mike? Komm, willst du sie nehmen, Sonntag? Nein, halt nur die trockene Hand. Komm mal, hast du die. Ja. Komm. Was kann ich? Ich bin doch für die Frauen, ich bin nicht für die. Lukas ist versunken. Eingesunken. Komm mal. Boah, schnell wieder hin. Pass, in die falsche Richtung. Die macht ihr eigenes Ding. Juki. Moskau, was ist los? Ja? Was ist los? Nein. So pfeife ich immer, wenn du den Ton hörst. Da hätte die Pfeife auch mitnehmen können. Ich hab die auch schon ein bisschen darauf antrainiert. Wenn ich schnell nicht schon bin und pfeife, die kommen immer direkt. Ja. Muss man. Mal so ein Pfeife. Such, Yuki, such! Such, Yuki! Ja, fein, such! Du ist was, such's! Such! Fein! Such, Yuki! Such! Muska freut sich, Yuki auch!
Yuki, komm her. Da unten ist Hang und wenn sie da runter geht, finden wir sie nicht mehr. Boah, da wo unser Camper gestanden hat, da am Wald, da habe ich auch gesehen, da haben so viele Füchse und so Bau gebaut. Graben und so. Yuki! Komm her, Mädchen! Ja, fein, komm! Ja! Du fein! Übrigens, Yukis Opa war deutscher Meister beim Schlittenziehen. Deswegen will die auch immer ziehen. Liegt wahrscheinlich im Blut. Yeah. Yuki, und du, Hübscher? Yuki, komm her. Yuki, komm her. Vor allem nicht den Hang runter. Hallo, stirbt so tief ein. Das war unser kurzer Spaziergang im Schnee. Und hiermit endet auch unser Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns ein Like, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.